Minecraft 2 fertig, aber das ist das erste Bild, womit ich starten möchte. Das habe ich in Wilseder aufgenommen. Dort gebe ich demnächst einen 2,5-tägigen Workshop zur Landschaftsfotografie mit allen Pipapo, Übernachtung, Essen, Kutschfahrten, Pferdefahrten, alles Mögliche drin enthalten. Natürlich auch fotografieren, logischerweise. Ich habe ausgeschrieben, dass ich mich versuche zu beschränken auf die klassischen Filter, so wie sie früher auch nur eingesetzt werden konnten. Weil wir überlegen, wir haben jetzt Software, 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 wir basteln dran rum. Man vergisst dann doch oftmals den Sinn der Fotografie. Es ist kein Wettbewerb mit meinem Nachbarn, sondern es ist einfach das Hobby, dem ich fröne. Und ich glaube, in meiner kleinen neuen Fotoabenteuer-Club habe ich einige Fotofreunde entdeckt, die auch etwas älter sind. Ich bin 51 dazu, nur am Rande. Das ist zwar noch jung für die meisten auf diesem Planeten, aber ich fühle mich schon ziemlich alt und komme auch noch aus der Analogzeit. So, ich versuche jetzt immer zu erklären, warum, wieso, was ich gemacht habe, was der Gedankengang gewesen ist zur Aufnahme und was ich an dieser Aufnahme verbessern möchte. Also wie gesagt, dies ist das Bild, so wie es aus der Kamera herausgekommen ist. Das ist keine HDR-Aufnahme. Das ist aufgenommen mit einer Kamera, einer Pentax K5 und dem entsprechenden Objektiv, natürlich Stativ. Ich bin ein Landschaftsfotograf, der ein Stativfetischist ist. Also keine Landschaftsfotografie ohne Stativ. Das geht einfach gar nicht, weil ich brauche die Ruhe, um mich auf das Foto zu konzentrieren, auch wenn ich es dann halt hin und her schleppe, das Ganze. So, das ist eine Abendstimmung, so wie wir sie im Herbst oder Spätsommer auch oft finden. Die Heide ist weit, wir haben oben einen großen Wolkenhimmel und wir haben hier eine ziemlich ja, leuchtend weiße, bei mir zu sehen als leuchtend weiße Fläche. Das ist auch so, das wäre auf einem Filmmaterial auch so gewesen, vielleicht nicht ganz so extrem, weil der Kontrastumfang eines Films immer größer ist als der einer Digitalkamera. Aber was mich natürlich total fasziniert hat, waren die Sonnenstrahlen. Man sagt immer, die Sonne steht auf Ständern, so dass es am nächsten Tag dann regnen würde. So eine alte Bauernweisheit, das hat es dann auch tatsächlich gemacht. Und deswegen waren die ganzen Büsche hier so wunderschön am Leuchten. Ja. So, meine Idee war aber, dieses Gras hier vorne, blöde Gras, sage ich jetzt mal, nicht scharf abzubilden, sondern auf Wind zu warten, dass das Gras in Bewegung ist und dann vielleicht nur noch als eine Farbfläche zu sehen wäre, was mir nicht gelungen ist. Also auch das längste Warten hat dem nichts Zuträgliches beigebracht. Also habe ich gesagt, okay, wie hätten wir es früher gemacht? Früher hätten wir ganz einfach eine, um das ein bisschen smooth zu machen, einen Filter, einen Neutralfilter vorgeschraubt und hätten den eventuell mit ein bisschen Vaseline unten eingerieben, dass das Ganze so einen leichten Soft-Touch bekommt, weil hier oben wollen wir ja alles scharf abgebildet haben, hier soll ja nichts smooth verschwinden. So, und in letzter Konsequenz, da wir ja heute meistens in den Digitalkameras keine ja, Schwarz-Weiß-Fotografie von Haus aus machen, es sei denn, wir haben eine Leica M9, M9 Monochrom, da ist es natürlich eine tolle Sache. Hier müssen wir uns aber damit abfinden, was wir haben. Und ich zeige nachher mal in der Verwendung von Photoshop, dass es auch ohne Silver-Effekts geht, ganz einfach mit zwei, drei Klicks in einer Ebene. Und was ich heute nicht machen werde, ich werde nicht mit Smart-Objekten arbeiten, sondern ich werde klassisch arbeiten, so dass ich darf einfach nichts Software überlasse, die Ebenen anzulegen, die Maskenebenen und dann auch einige Funktionen, wie zum Beispiel Pinsel, ausprobieren kann. So, jetzt aber let's fetz. Also Thema ist, hier das Ganze soll vorne weich gezeichnet und dann ein bisschen die Anmutung eines gemalten Bildes bekommen. Und da zeige ich euch zwei Wege, wie das funktionieren wird. So, wenn ich jetzt, da ist er schon, mein kleines Selective-Tool hätte, dann wird es auch funktionieren, aber es ist ja da. Das Ganze spielt sich eben zum Thema Color Effects ab. So, mal aufrufen. Ich habe das Bild ein bisschen runtergerechnet, damit es schneller geht. Die Bilder liegen auch nachher auf meinem Server unter fotoabenteuer.de in der Community liegen die Bilder als Presets bzw. als Arbeitsmaterial zur Verfügung und das klappt jetzt auch schneller als beim letzten Mal. Da funktionierte das noch nicht alles so und es gab da ein bisschen Gerudel, aber jetzt wird es gehen. So, womit starten wir? Wir haben hier das Originalbild. Ich mache es mal ein bisschen größer, so kann man ein bisschen besser gucken.
Und wie gesagt, hier unten wollen wir es jetzt smooth machen, das Ganze. Wir fangen an mit dem Filter und jetzt nehmen wir mal nicht, doch, wir nehmen den Filter, wir machen das einfach jetzt mal. Monday Morning. Es gibt einen Fotografen, den ich kenne, der kennt Nix Software auch, aber der kennt nur einen Filter, Monday Morning, habe ich das Gefühl. Und alle Bilder sehen irgendwie dann matschig aus. Aber hierfür ist der Filter wunderbar zu verwenden. Ich mache das auch gleich. Monday Morning, linke Seite. Wow, jetzt sieht es natürlich voll krass aus, das Foto. So können wir natürlich gar nichts damit anfangen. Und auf der rechten Seite sehen wir schon die Einstellmöglichkeiten, die wir zum Filter Monday Morning haben. Wir haben hier das Farbset. Ich kann es mal kurz aufrufen. Blau, grün, das geht bis auf violett. Das wollen wir nicht, sondern wir bleiben im neutralen Bereich, weil nachher können wir hier jetzt gleich wieder uns die Farbe zurückholen zum Thema. So, jetzt muss ich aber mal kurz schauen, wie wir es am besten regeln. Genau, die Körnung wollen wir hier nicht haben, weil hätten wir früher auch keinen Filter vorschrauben können, der uns eine Körnung reinbringt. Es sei denn, es gab mal so einen krassen Filter, Sandfilter. Ich habe den noch irgendwo in der Kiste liegen. Ich habe den ab und zu mal vorgeschraubt. Aber den nehmen wir hier mal weg, verschmieren, packen wir mal richtig hoch auf, na, sagen wir mal 70, 75%. Wenn ich es mal übertreibe, ich warte mal einen kleinen Augenblick, damit es bei Ihnen auch sichtbar wird. 100% ist zu viel. Wir gehen hier mal ein bisschen runter und bewegen uns jetzt in dem Filter Farbe. Den ziehe ich jetzt mal wieder hoch und ich sehe, dass unten eine ganze Ecke Farbe wieder mehr reinkommt, die ich mir zurück hole. Mich interessiert wirklich nur dieser untere Bereich. Ja, deswegen spiele ich darum. Alles, was sich hier oben abspielt, ist mir momentan total egal. Und arbeite jetzt etwas mit der Helligkeit, die ich mir nach oben ziehe. Und da bin ich auch mal ganz entspannt und sage, komm, 70%, 75%, je nach Monitor. Ich kann das jetzt nicht genau beurteilen. Hier bin ich schon bei über 80%. Das ist zu viel. So, dass wir ein bisschen was haben. Ja, wir könnten die Schatten noch etwas aufhellen, gehen wir da auch mal so auf 15%. Und jetzt sehen wir, wenn wir auf Vergleichen klicken, wie es vorher ausgesehen hat. Wir betrachten wirklich nur den Vordergrund und wie es jetzt aussieht. So, jetzt ist es schon viel, viel smoother geworden, das Ganze. Wir können es noch mehr verschmieren, wir können es fast hier auf, ja, komm, 100%, egal. So, wir betrachten wirklich nur diese Gräser, weil das Grüne hier, das kann ruhig nachher scharf bleiben. Okay, das reicht auch schon, das Ganze zu diesem Filter. Das ist eine relativ schnelle Arbeit. Benutze jetzt aber nicht okay, so wie wir es sonst kennen, wenn ich die Smart Objects benutze, sondern klicke hier auf Pinsel. Naja, jetzt kann man sich schon denken, was passiert. Jetzt habe ich einen riesen fetten Pinsel. Ich kann hier alle Funktionen des Photoshop-Pinsel-Werkzeugs benutzen. Hier oben stelle ich mir die Pinselgröße ein. Ich bin jetzt aufgrund meiner Bildgröße sind 140 Pixel völlig ausreichend. Ich kann nachher, wenn ich ein großes Bild habe, dann gehe ich noch mal 400, 500 Pixel, wenn ich große Flächen bearbeiten möchte. So, ich regle die Deckkraft. Hier bin ich jetzt bei 24%. Am Anfang können wir ruhig mal ein bisschen Dampf geben. Gehen wir mal so auf 60%. Stelle ich mir das vorher ein. Ja, Deckkraft 68, Fluss ist okay. Und klicke jetzt hier, man sieht, ich habe das Pinselwerkzeug immer noch, auf Malen und bewege mich jetzt mit dem Pinsel über die Bereiche, die ich smooth haben will, nämlich weich gezeichnet, so als wenn sich das Ganze ein bisschen im Wind bewegt. Da kann man künstlerisch tätig werden. Zu Hause arbeite ich mit dem Grafiktablett. Das ist natürlich eine irre Sache. Da kann ich wesentlich genauer mitarbeiten als jetzt. Ihr hört das vielleicht am Klicken, wie oft ich da die Maus bewege. In der nächsten Instanz sage ich, okay, ich nehme jetzt etwas kleinere Flächen, gehe hier runter, vielleicht auf 40 Pixel. Ja, ist noch zu groß. So ein bisschen kleiner. Bewege ich mich hier oben in dem Grasbereich noch. Alles andere lasse ich einfach mal unberücksichtigt, nur dort, wo man die Gräser sehen kann. Okay, und wenn ich das Ganze fertig habe, oder wenn ich sage, ich möchte noch ein paar Änderungen machen, gehe ich einfach auf Radieren. Und kann dann das, was ich gerade gemacht habe, wieder wegradieren. Wollen wir aber nicht. Es bleibt so, wie es ist. Ja, ich kann, na, komm, hier noch ein bisschen so. Das habe ich gerade übersehen. Und sage dann nur noch anwenden. Schwupps. So, jetzt bin ich durch. Mach nochmal vorher, nachher.
vorher, ich warte einen Augenblick, damit ihr das auch seht. Und nachher, man sieht schon, es ist auch ein klein bisschen leuchtender geworden, aber da kann man nachher noch dran arbeiten mit zwei, drei Funktionen und dann ist das auch behoben. Das war der eine Weg. Was ist passiert? Photoshop bzw. Nix Software hat eine Maskenebene angesetzt. Die heißt logischerweise hier Monday Morning. Und hier kann man schön sehen, welcher Maskenbereich genutzt worden ist, nämlich nur der Vordergrund. So, als zweiten Filter, ich mache mal diese blöden Pinselfunktionen hier weg, gehen wir wieder in Color Effects. Das bleibt jetzt erstmal so, ja, das ist wunderbar. So, Color Effects Pro 4. Da ist es schon. Er beginnt natürlich wieder mit dem letzt angewandten Filter. So, den klicke ich mal weg, weil das wollen wir nicht. Ich muss aber abbrechen. Ich habe zwar einen kleinen Fehler gemacht, weil das verwirrt nachher das Ergebnis. Wir brechen das nochmal ab. Wir blenden mal die Ebene aus und ich bewege mich auf die untere Ebene. Ist nicht zwingend erforderlich, hilft mir nur nachher, mich ein bisschen zu strukturieren. Color Effects Pro 4. So, Monday Morning schon wieder da, nur ist er wieder weg. Okay, und jetzt nehmen wir den Filter, wie kann das anders sein? Soft Focus. Der müsste ja dann irgendwie unter S liegen. Quatsch, das ist Vignette Blur. Entschuldigung, mein Fehler. Also Vignette Blur. Nö, war auch nicht. Ihr seht, auch ich verhaspel mich mal. Jetzt finde ich den noch tatsächlich meinen Filter hier nicht mehr wieder. Das ist ja wirklich lustig. Jetzt dauert es einen kleinen Augenblick. Ich muss tatsächlich mal schauen, wo ist er geblieben. Manchmal ist es ja wirklich wie verhext. Bei 55 Filtern in der linken Seite kann das schon mal passieren. Naja, bleiben wir nicht. Vignette Blur. Wir bleiben jetzt einfach mal bei Blur, weil damit wird es auch funktionieren in letzter Konsequenz. Finde ich jetzt aber lustig, dass der Softfokus einfach verschwunden ist, aber okay. Ist so, wie es ist. Vielleicht weiß der Andreas nachher einen Tipp, was ich da gerade verbaselt habe. Aber das ist halt mal so. Jetzt habe ich alles durchgeguckt. Ja. Ich finde nicht. Okay, bleibt es dabei. Die Form ändern wir auf eine runde Form. Und den Typ, glaube ich, ist 3 der beste Typ. Okay. Vignette Blur, Form 1, Typ 3. Hier geben wir jetzt den Übergang nicht 80%, sondern da geben wir ruhig mal ein bisschen mehr Dampf. Die Größe packen wir auch auf 100% und die Deckkraft haben wir ja auch auf 100%. So, jetzt setzen wir die Mitte aber in diesem Fall in einen anderen Bereich. Die Mitte setzen wir hier ein bisschen höher, na, das war noch nicht richtig. So, dass wir, genau, dass wir es unten jetzt noch blurrer kriegen. Jetzt ist es tatsächlich ein bisschen viel geworden. Mal ein bisschen wieder zurück. So, das sollte zu dem Thema eigentlich reichen. Okay, jetzt glaube ich, weiß ich auch, welchen Fehler ich gemacht habe. Das Ding heißt nämlich Classical Soft Focus. Ich liebe Nix Software, aber wenn die doch tatsächlich mal in der Lage wären, diese Filterleiste auf Deutsch zu bringen oder zumindest einen Soft Focus, nicht Classical Soft Focus zu nennen, zum Beispiel, wäre das halt einfacher. Hätte hiermit funktioniert, ich klicke jetzt drauf, weg ist die Kiste. In diesem Fall positiv, sonst negativ, weil wenn ich auf einen Filter von Nix Software klicke, ohne auf Hinzufügen zu drücken, ist der auf der rechten Seite einfach verschwunden. So, jetzt haben wir aber Schwein gehabt oder ich vielmehr habe Schwein gehabt. Hier nehmen wir die Methode 3, wie wir sie gerade hatten. Ja, man kann sehen, was passiert, Methode 1, 2. Ja, es ist halt einfach was mit der Deckkraft und den Voreinstellungen zu tun. Die Ausbreitung im Filter setzen wir auf 100%, also das gesamte Bild. Die Stärke setzen wir auch hoch auf 100%. So, und die Helligkeit, naja, lassen wir so auf
70, 74%. Also es geht jetzt wirklich nur darum, wie es unten aussieht. Ich gucke mal, ob wir es noch ein bisschen smoother wieder machen können. Ja, vielleicht die Ausbreitung doch ein bisschen runtersetzen, weil es körnt doch sonst leicht auf bei dem runtergerechneten Bild. Ich lasse es mal so auf 10%. Das Ganze stärker 100%. Nochmal vorher nachher schauen. Okay, Effekt ist zu sehen. Und natürlich wenden wir hier auch wieder die Pinselfunktion an. Und jetzt hier passiert genau das Gleiche, was wir gerade hatten. Wir arbeiten jetzt aber wieder so. Deswegen habe ich vorhin auch diese Ebene neu angelegt und hier vorne im Ebenenfenster mir die Ebene deaktiviert, weil sonst komme ich hier gleich ins Gehuddel. Stelle mir die Größe meines Pinsels wieder auf 140-150% und gehe jetzt aber tatsächlich mal über den gesamten Bereich der Kraft. Gehen wir ein bisschen runter auf 50, damit wir nicht alles direkt platt machen. So, komm. Schwupp. So kann ich mich da ein bisschen durchspielen. Den kleinen Busch vorne lassen wir mal aus, damit wir nicht lange rumradieren. So, und diesen kleinen hellgrünen Fleck, den würde ich jetzt auch auslassen. Klicken wir noch einmal rein. Und dies würde ich, lasse ich nicht würde, lasse ich auch weg. So haben wir hier vorne wirklich nur die Unschärfe in diesem Bereich. Da machen wir noch ein bisschen mehr. So, weil wir haben die Deckkraft nur auf 50% gestellt. So, okay. Und sage, das mache ich sehr irritierend jetzt mit der Riesengeschichte hier und sage jetzt mal anwenden. So, jetzt haben wir das gleiche Thema mit dem Classical Soft Focus gemacht. Okay, jetzt muss ich mir diesen Pinsel wieder wegnehmen. Jetzt aktiviere ich mal beide Ebenen und sehe, oh, das ist ja ein hochinteressantes Bildergebnis, weil ich jetzt natürlich beide Ebenen sichtbar habe, die eine Ebene aber die andere komplett überlagert. Also stelle ich mir kurz die Deckkraft der Ebene, das hätten wir früher über Abwedeln, Papier hinlegen, wie auch immer. Das kann ich, seht ihr, wenn ich die auch mal die Deckkraft auf 9% nur runterstelle, kommt natürlich die Monday Morning durch. Ja, wird ein bisschen schärfer. So, und lasse die Ebene jetzt bei Deckkraft 62%. So kommt das ungefähr hin, wie ich es haben möchte. Okay. Wir können mal gucken, wie das Originalbild aussah. Das sah so aus, auch nicht ganz so farbenfroh, was uns jetzt ja eigentlich gar nicht stört. So, aber so ist das Bild vom Himmel her. Also als Schwarz-Weiß wird es mir sicherlich besser gefallen. So, und jetzt gibt es natürlich den einen oder anderen von euch, der kein Silver-Effects hat. Er kann es natürlich kaufen. Man kann sich aber auch mit Bordmitteln behelfen, sprich, so wie ich jetzt hier Glück habe, Photoshop CS6 zu haben, kann man aber auch mit Photoshop Elements arbeiten. Letztendlich ist es vielleicht ein Weg mehr. Ich muss mal einen Schluck trinken, das wird immer schlimmer. Man sollte vor einem Webinar kein Sushi essen mit Sojasauce. Das klebt dann ein bisschen zu. So, hier haben wir die verschiedenen Ebenenmöglichkeiten jetzt, die wir in CS6 haben und suchen uns die Ebene Schwarz-Weiß aus. Ja, wir können mal eine anklicken, ist letztendlich egal. Und erstellen eine neue Ebene und sehen, aha, jetzt ist das Bild irgendwie, ja, flach, schwarz-weiß. Es ist aber in diesem Fall immer noch ein Farbbild. Also wir arbeiten hier immer noch mit RGB-Werten. Das muss man wissen, das wird gleich wieder zum Tragen kommen. Und haben hier oben rechts eine, naja, wir kennen es mit Blaufiltern, so wie wir es auch aus Silver Effects kennen, aber auch aus der klassischen analogen Schwarz-Weiß-Fotografie. Rotfilter verstärkt die Kontraste in den Wolken, weil dort auch ein hoher Blauanteil ist in der Farbe, in dem Licht, so dass ich einen dramatischeren Wolkenhimmel bekomme. Und ihr seht, ich habe jetzt nichts weiter gemacht, habe nicht mit Kontrasten und gar nichts rumgefummelt, sondern sage einfach jetzt Rotfilter mit hohem Kontrast. Und ihr seht, oi, aha, ich habe ja doch schon jetzt eine ganze Ecke mehr erreicht, als ich es vorher hatte. Okay, und jetzt will ich das Ganze nochmal ein bisschen dramatisieren. Entweder mache ich es noch über eine Farbtonung. Kann ich auch machen. Jetzt haben wir das klassische Sepia. Nehme diese Farbtonung mal wieder weg.
Und da habe ich oben in CSS6 so einen schönen kleinen Button, diese Hand, um selektiv mir jetzt eine Farbe auszuwählen, die ich jetzt einfach nochmal ein bisschen für meine Dramaturgie verwenden werde. Ich klicke hier oben rein, gehe mit der Pipette hier in diese Wolkendecke und drehe jetzt am Regler und in diesem Fall in den etwas dunkleren Bereich. Ich übertreibe jetzt mal ein bisschen, damit bei Ihnen auch was ankommt. So, und jetzt habe ich natürlich, ja, man soll das nicht zu sehr übertreiben, weil sonst wird das dann ein bisschen sehr unnatürlich, das Ganze. So, und habe jetzt eigentlich mal hier vorne mein Selective Tool zur Seite. So, habe jetzt hier einen wahnsinns dramatischen Wolkenhimmel produziert in einem Schwarz-Weiß-Bild, was vorher eine nicht ganz schlechte Farbaufnahme gewesen ist. Aber das ist jetzt so, wo ich sage, ja, das ist ein Klassiker, das ist die Heide, so kommt man zu einem Bildergebnis. Und ich habe es jetzt ja bewusst langsam erklärt, wenn ich davor sitze, arbeitet man das wesentlich schneller heraus. Kleine Anekdote, ich habe mir jetzt mit meiner Lebensgefährtin beide eine Vogtländer besser bestellt mit den Knockdown-Objektiven, eine analoge Kamera, weil immer mehr Leute fragen uns nach analogen Workshops, um einfach wieder zu lernen, und das finde ich schon ein bisschen witzig, um einfach zu lernen, wie es denn damals die ruhige Schwarz-Weiß-Fotografie gewesen ist, und die besser sind heute gekommen. Jetzt bin ich losgerast und hatte kein Filmmaterial mehr und habe mir zwei Filme gekauft, und da wollte der Wahnsinnige von mir 15,90 € haben, und da wundert sich der Fotofachhändler, wenn der Kunde dann ins Internet läuft und dort seine Filme für die Hälfte des Preises bestellt, zumal die bei ihm dann ungefähr bei einer Temperatur von 28 Grad unter den Halogenlampen gelagert wurden. Aber zum Ausprobieren mal wieder mit der Kamera reicht das völlig. Okay, das war das erste Bild. Ich speichere das jetzt auch mal ab, damit ich das dementsprechend nachher euch auch zur Verfügung stellen kann. Das ist Landschaft 2b fertig, nenne ich das einfach mal so. Jetzt muss man beim Abspeichern nur mal so als kleinen Tipp immer darauf achten, dass dieser Ebenen-Button mit aktiviert wird und das Farbprofil einbetten. Jetzt sagt er wahrscheinlich, oh, wieso hat der denn nicht das Adobe-Farbprofil genommen? Wieso hat der denn jetzt nicht das Pro-Foto-Farbprofil genommen? Das hat nichts damit zu tun, dass es jetzt eine Schwarz-Weiß-Aufnahme ist, dass ich ein sRGB nehme. Nur, wenn ihr in einem Workflow seid, ihr fotografiert mit der Kamera sRGB, ihr importiert das Foto, ihr geht über ein Lightroom oder über Photoshop RAW-Converter. Völlig egal, in diesen ganzen Bildern, in dem Augenblick, bis ihr es durch einen RAW-Converter gezogen habt, sind sämtliche Profile, sämtliche Farbprofile in diesem RAW-File enthalten. Da müsst ihr euch entscheiden, was ihr wollt. Und gut, ich sage, okay, sRGB reicht mir hier aus. Ich habe einen sRGB-Monitor, ich habe einen sRGB-Drucker, wo ich es nachher ausgebe, und ich habe es sRGB aufgenommen. Warum soll ich da rumfrickeln? Weil nur so kann es richtig werden. Meistens mache ich es so, dass ich die Bilder in Lightroom importiere, weil Lightroom ist eben halt mein Sortierprogramm, mein Aufbewahrungsprogramm, mit dem ich arbeite, mit dem ich auch die meisten kleinen Arbeiten vollrichte zur Bildbearbeitung. Dann wähle ich das Pro-Foto und dann geht es in Photoshop weiter, und dann bleibt das eben halt im Pro-Foto Farbprofil stecken, das Ganze. Okay. Was wollte ich sagen? Ja, genau, Farbprofil einbetten. Jetzt sichere ich das einmal. So. Interessant wird es jetzt ja, wie ich das Ganze drucke. Ja, ich habe ja gesagt, ich erzähle auch ein bisschen was zum Druck. Ich drucke sehr viel auf Leinen, dann auch so Meter mal Meter Formate und größer, aber auch auf Baryt-Papier. Also ich bin jetzt keiner, der jetzt mit Fotoglossy rumeiert, sondern sagt, okay, wenn ich ein Bild ausdrucke, dann hat das auch die entsprechende Größe und dann brauche ich auch entsprechende Qualität. Und meistens passiert Folgendes bei einem Amateur, der sein Foto ausgibt, weil er sich gar nicht mit Farbprofilen beschäftigt. Nun gibt es in Photoshop, aber auch in Lightroom, ich versuche das nachher nochmal zu zeigen, die Funktion eines Soft-Proofs. In Photoshop verbirgt er sich unter Ansicht, Proof einrichten. Und haben wir Benutzer definiert. Das ist ein bisschen irritierend, da ist so ein Haken davor. Man denkt immer, naja, das ist wohl schon fertig. Nee, wir gehen jetzt mal auf Benutzer definiert. So, und jetzt geht ein neues Fenster auf. Jetzt klicken wir mal auf Vorschau.
Ich habe hier gewählt, dieses CNW 340 ist ein Leinentuch, sage ich jetzt mal. Jetzt schauen wir uns das mal eben an. So sieht das Leinen aus. Und jetzt ändern wir das Ganze mal auf Baryt. Und das Bild wird, weil es eben halt schwarz-weiß ist, jetzt halt nur ein bisschen dunkler. Okay, jetzt breche ich das Ganze mal ab. Jetzt nehmen wir mal die Schwarz-Weiß-Ebene weg und bleiben mal im Farbbild. So ist unser Farbbild, was wir jetzt eventuell drucken wollten. Und jetzt sieht das Ganze nämlich schon anders aus. Ich gehe wieder auf Proof einrichten. Jetzt sehen wir, oh, das wird ja total bonbonfarben. Oder ich gehe auf mein Barrettpapier. Da ist es fast okay. Ja. Wichtig ist, dass Sie versuchen, wenn die technischen Möglichkeiten da sind, den Monitor zu kalibrieren und dann sich das entsprechende ICC-Profil vom Papierhersteller in Ihren Rechner importieren. Bei Windows ist es relativ einfach, rechte Maustaste, Profil importieren. Bei Mac ist es ein bisschen komplexer und wer jetzt Mountain Lion hat, der ist dann richtig genervt, weil er dort erstmal wieder zwei Ordner freischalten muss, die jetzt versteckt sind. Da gibt es Zusatztools. Ich schreibe da gerade einen Workflow runter, der wird bei mir auf der Homepage zu finden sein, sodass man auch sagen kann, okay, jetzt weiß ich, wie ich das Farbprofil in meinem Mac wieder installieren kann und ich gebe auch die Links bekannt, wo man sich die entsprechenden Tools dann runterladen kann. So, wenn es dann aber so bonbonfarben ist, wenn ich sage, okay, ich möchte es auf Leinen ausdrucken, das ist ja auch mal eine interessante Alternative, jetzt haben wir diese Bonsche Suppe hier, dann muss ich natürlich anfangen und muss dann mein Bild dementsprechend ausarbeiten. Denn es würde jetzt ja so bonbonfarben gedruckt. Das ist der Vorteil, wenn ich einen kalibrierten Monitor habe. Ich sehe dann immer das, was ich drucken will und es spart eine Menge Papier. Okay. Das soll jetzt aber auch dazu reichen. Jetzt nehmen wir das Landschaftsbild 1 als zweites. Das ist eine Schwarz-Weiß- Aufnahme war es nicht, aber was man hier sieht, ist, dass es ein unterbelichtetes Bild ist. Okay, warum habe ich es unterbelichtet? Alles hat so seinen Grund. Wenn ich jetzt der Kamera überlassen hätte, die Belichtung zu steuern, ich hätte es auch gegensteuern können mit Plus, Minus, Tralala, allen Funktionen, hätte ich es nie geschafft, aufgrund der Lichtsituation dieser knallen Sonne, mir diese Strahlen im Hintergrund, da haben wir sie wieder. Jetzt zeige ich mit dem Finger auf dem Monitor, das ist ja auch cool, hier im Hintergrund die Strahlen rausarbeiten zu können. Hier habe ich dann zwei Tools eingesetzt bei diesem Bild, um das einfach zu korrigieren. Einmal Vivesa. Und ich weiß nicht genau, ob es jetzt mit diesem Foto funktioniert, sonst lade ich mir gleich das Original nochmal rein, weil das war natürlich auch farbig. Ich bin mal gespannt, was passiert, wenn wir jetzt hier unser Vivesa aufrufen, ob er mir das Originalbild zeigt, so wie es denn sein soll. Vivesa 2. Zack. Nee, macht er nicht wirklich. Und jetzt wollen wir mal schauen, ob das überhaupt abträglich ist, das Ganze. Und ich bezweifle, dass es das ist. So, hier arbeiten wir grundsätzlich mit Kontrollpunkten. Was muss passieren? Der Himmel muss dunkler, ganz klar. Und hier vorne, der Vordergrund muss logischerweise heller. Also das sind die Funktionen, die ich jetzt mit Vivesa mache. Und interessant natürlich für Fotografen, die mit dem Leica-System, mit der Leica M9 arbeiten oder aber auch für die, die Graustufenbilder eingescannt haben. Wenn Sie Graustufenbilder eingescannt haben, haben Sie ein Problem mit Silver-Effects, weil Silver-Effects möchte gerne RGB-Werte haben, da sonst einige wichtige Funktionen von Silver-Effects nicht funktionieren. Und hier kann man sich dann ein bisschen retten, indem man das günstige Tool Vivesa davor benutzt, um eben halt Helligkeiten und Kontraste im Bild einfach zu steuern. So, was habe ich gesagt? Kontrollpunkte. So, hier ist ja schon offensichtlich, was wir müssen. Wir müssen mehrere Kontrollpunkte in den Himmel setzen. Ich fange einfach mal hier an. Und da kann ja nichts anderes passieren, außer die Schattenanpassung nach unten zu ziehen. Quatsch, die Helligkeit nach unten zu ziehen. So, und wir sehen, aha, jetzt wird der Himmel schon ein bisschen sympathischer. Wir bewegen uns immer noch im Schwarz-Weiß. Wir bewegen uns immer noch in der Heide. Diese Kontrollpunkte, den werde ich mir kopieren. Der ist allerdings ein bisschen
groß geworden, der Kontrollpunkt. So, da kriegen wir es da auch ein bisschen besser hin. Ist auch nicht ganz so arg groß. Hier versuchen wir es auch ein bisschen zu verkleinern. Wir gehen gleich noch in SilverFX und da werden wir noch die restlichen Funktionen durchführen. Schattenanpassung, jetzt ziehen wir es ein bisschen runter. Bauen wir nochmal einen hier rein. Das noch dramatischer haben wollen, damit es ein bisschen ausgeglichener ist, das Ganze. Okay, und jetzt natürlich unten die Wiese, existenziell, das Ganze muss natürlich dementsprechend heller. Und hier arbeiten wir nicht mit Helligkeit, sondern hier arbeiten wir mit der Funktion Schattenanpassung. Weil Schattenanpassung ist da wesentlich schöner. Ich mache es jetzt mal, Schattenanpassung ziehe ich jetzt mal einfach auf fast 80%. Und jetzt zeige ich mal das Gegenteil, wenn ich die Helligkeit auf 80% ziehe, wie das Ganze dann aussieht. Es wird matschig, es wird, als wenn sich Nebel drüber zieht. Das, was wir normalerweise mit einer normalen Helligkeitsfunktion erreichen würden. Also Helligkeit in diesem Fall immer sehr vorsichtig benutzen, maximal 2 bis 5%, wenn ich es kann, mit Schattenanpassung versuchen. So, Schattenanpassung, was hatten wir gesagt? Naja, nehmen wir ruhig mal so 70%. Die kopieren wir auch mal rüber. So, dann lassen wir es ein bisschen überlappen. Jetzt wird das Ganze schon, aha, wir sehen, okay, hier kommt ja tatsächlich wieder unser berühmtes Gras, was wir auch gerade gehabt haben, zum Tragen. Und hier gehen wir einfach mit rein. Ist völlig egal, ob das ein bisschen überlappt oder nicht. Jetzt wird es mir hier ein bisschen zu hell. Jetzt sollte es funktionieren laut Nix Software. Wir setzen hier einfach einen Kontrollpunkt rein. Und ihr habt gesehen, das ist schon alles ein bisschen dunkler geworden. Wir neutralisieren das Ganze. Der ist zu viel. Ja, wunderbar. So kann es passieren. Wenn man einfach mit dicken Fingern auf die Taste drückt, muss ich ganz schnell nochmal anfangen. Und jetzt werdet ihr sehen, wie schnell ich normalerweise arbeite. Also nie in Vivesa die Backspace-Taste drücken. Dann seid ihr raus aus der Nummer. Er speichert es automatisch ab und alle Einstellungen sind in diesem Fall, weil wir haben kein Smart-Objekt gesetzt, verloren. Helligkeit runter, Kontrollpunkt kleiner, 1, den kopieren wir uns, 2, 3, jetzt sind wir da auch mal knallhart, 4 und hier oben setzen wir einmal rein, da ist noch ein bisschen Struktur drin, nehmen wir die Helligkeit ganz runter, also wird es zu grau, also das sieht man auch schon, dass es dann fürchterlich ist, so, schwupps. Einmal Wiese, Schattenanpassung 70%. 1, 2, 3, 4. Die verkleinern wir jetzt ein wenig, die Kontrollpunkte, weil die sonst in den Himmel mit reingreifen. Die gehen ja ein bisschen überlappend drüber. Es geht mir nur einfach darum, dass ich die Wiese dementsprechend aufhellen kann. So, noch ein wenig kleiner, den auch. So, die gruppieren wir uns jetzt, damit ich gleich nur noch an einem Kontrollpunkt, das war jetzt ein bisschen schnell, über die Gruppierenfunktion oben rechts, habe ich jetzt durch das Anwählen mit der Maus mir die Kontrollpunkte sozusagen zu einem Kontrollpunkt gemacht und regel jetzt an einem Regler, nicht gerade an dem, guten Tag, wie zum Beispiel die Helligkeit, jetzt geht sie bei allen nach oben. So, ich muss also jetzt nicht jeden Kontrollpunkt wieder anfassen, aber einen sollte ich hier noch setzen, da ist es dann doch ein bisschen duster, kleiner und auch die Schattenanpassung auf 70% ungefähr. So, und die Bäume sind mir auch noch ein bisschen zu dunkel, ganz klar. Ihr seht immer, wenn ich einen Kontrollpunkt setze, dass er das wieder eliminiert, was ich mit einem anderen Kontrollpunkt gemacht habe. Und das ist auch richtig so. Das heißt, wenn irgendwo was überstrahlt, kann ich sogenannte
Negativkontrollpunkte setzen, sodass, oder neutrale Punkte, der den gesamten Bildbereich wieder neutralisiert. Und das ist eine sehr schöne Geschichte. Wenn ich dann Farbbilder habe, dass eben halt nur die entsprechende Farbe angewählt wird. Hier ist es nicht ganz so tragisch, hier fällt es auch nicht auf, weil hier sind meistens ja nur die Helligkeitswerte, die hier zum Tragen kommen. Hier haben wir jetzt noch einen schönen Lichtschein gebaut. Das kann man auch mal machen damit. Okay. Also er ärgert mich hier unten doch tatsächlich ein bisschen. So, okay, das soll jetzt reichen. Hier kommt auch nicht die Pinselfunktion, sondern hier sagen wir einfach okay. So, da haben wir jetzt die Ebene. Hier gucken wir schnell rein. Vorher, nachher sieht also schon etwas anders aus, das Ganze. Und nun geht es ab ins Silver Effects. Silver Effects Pro 2 natürlich. Er lädt es. Muss nochmal einen Schluck Wasser trinken. Okay. Ich fange immer an zu erklären, wie ich damit arbeite. Ich könnte mich jetzt manuell durchhangeln, möchte ich aber nicht. Ich möchte ein kontrastreiches Bild haben. Zur analogen Zeit hätten wir kontrastreiches Papier genommen und wir hätten im Vorgriff eventuell schon einen kontrastreichen oder körnungsvollen Film genommen. So, wie zum Beispiel Ilford 400er oder ein Kodak 3X. Das sind Filme, die ein ziemlich grobes Korn haben. Oder die EFGE-Filme jetzt, die wir uns hier haben, zwar sind sehr hochauflösend, aber die haben noch Kornballung, so wie es eben halt in den 30er, 40er Jahren gewesen ist. Und die Filme werden heute seit Jahren wieder produziert von Adox, Adox und EFGE-Filme. Kann man mal googeln. Ist eine ganz tolle Sache, geben den Bildern wirklich eine wunderschöne Anmutung. So hätte man sich damals beholfen und dann eben halt ein hartes Papier gewählt, um einen starken Kontrast zu erreichen, um eben halt eine Dramatik, wenn man es denn wünscht, zu erzielen. Wir haben hier natürlich in den ganzen Presets auf der linken Seite, nehmen wir das mal als Papier an, sozusagen. Wir haben hier ein Multigrade-Papier, gab es mal von Ilford. Ich habe die leider alle weggeschmissen. Und entscheiden uns mal für hohe Struktur hart. So, jetzt sehen wir schon, wow, es kommt unheimlich viel raus. Aber was heute üblich ist und was ich immer ein bisschen schade finde, ist, es wird immer sehr viel mit hohen Kontrasten und hohen Strukturen gearbeitet. Wenn man sich die alten Bilder anschaut, dann haben die das gar nicht. Also es ist dort gar nicht diese dicke, fette Struktur vorhanden oder dieser harte Kontrast, sondern man ist eher auf weiches Bildmaterial gegangen. Ja, man hat gesagt, oh, ich möchte das gar nicht. Ja, sogar ziemlich krass, wenn man mal noch weiter nach unten geht, ja, war man vielleicht in diesem Bereich zu finden. Klammern wir mal den Rahmen aus. Ja, das waren so die Landschaftsfotografien. Das ist jetzt ein bisschen hell, wenn man jetzt hier die dynamische Helligkeit etwas runter regeln würde, bewegt man sich dann in einem Bereich, der damaligen Fotografie nahe kommt. Ich hoffe, das wird bei Ihnen am Monitor auch so dargestellt. Das ist dann immer ein bisschen schwierig, weil wenn man noch ein paar Jahrzehnte zurückgeht, dann ist man in diesem Thema gewesen. Ja, all das ist die Entwicklungsgeschichte der Fotografie. Ja, so, aber wir sind ja in der Moderne und wir scrollen einfach hoch und wir nehmen unsere hohe Struktur hart und den werden wir gleich mal ein bisschen Härte mopsen. So, also wir haben jetzt das harte, kontrastreiche Papier genommen mit hoher Struktur hart. Man sollte das tatsächlich mal ein bisschen umschreiben hier. Und sagen, okay, die Helligkeit regeln wir uns nicht mehr ab, brauchen wir gar nicht, das gefällt mir so, also mir reicht es hier, den Kontrast können wir hier mit steuern. Da gibt es einen ganz, ganz fiesen Regler, der nennt sich weicher Kontrast. Nun würde man denken, okay, dann wird jetzt alles weich, ich drehe den mal hoch, also es wird eher ein harter Kontrast, den regeln wir nämlich nach unten. Das ist lustig, ne? Weicher Kontrast, wenn ich den in den Minusbereich bewege, wird das Bild etwas flacher, somit aber auch heller. Man muss bei dieser ganzen Kontrastgeschichte immer aufpassen, wo wir uns jetzt bewegen, dass wir da kein Korn, keine Körnung übermäßig oder ein Rauschen, ja, es ist ein Rauschen, ein Korn wäre ja noch künstlerisch, ein Rauschen reinproduzieren. Ja. Okay, jetzt haben wir schon so viel Filter hier oben, so viel Regler hier oben, die wir jetzt gar nicht benutzen. Tut mir leid, macht für mich aber nichts. So, jetzt kommen wir tiefer. Wir haben hier, wenn ihr guckt, Blau, Grün, Gelb und wieder unsere klassischen, wie gerade in Photoshop fast, nur hier ist es irgendwie schöner und einprägsamer, unsere Farbfilter, die wir davor setzen. Wir können
das durchspielen. Wir nehmen jetzt mal den Rotfilter und ihr seht, es passiert gar nichts. Entweder rechnet mein Rechner sich gerade zu Tode, was natürlich auch sein kann, nämlich das ist es nicht. Warum macht es hier nichts? Schaut mal, es passiert gar nichts. Ja? Egal, wo ich hinklicke, und das liegt da, und das ist das Problem, um das euch mal deutlich zu machen, wenn ihr mit gescanntem Bildmaterial arbeitet. Und ich habe es nicht geglaubt, es ist so viel Bildmaterial vorhanden, was gescannt wird, was als Graustufenscan genutzt wird. Und das ist falsch. Wenn ihr die Möglichkeit habt zu scannen, scannt Schwarz-Weiß-Bilder als RGB. Die Option ist da. Nur dann kann ich in den entsprechenden Softwarepaketen, wenn ich diese Funktion habe, so gerade bei NIC Software, nur dann kann ich auch diese Funktion einsetzen. Alle Leica M9 werden ausgeliefert mit Silver-Effects. Okay, aber auch dort funktioniert es nicht. Ist halt so. Okay, deswegen lassen wir es außen vor und beschränken uns auf unsere Mittel, die wir jetzt einsetzen können. Ich gehe mal davon aus, ganz einfach, ihr habt so einen Scan. Ja. Jetzt habe ich noch die Möglichkeit, eine Filmanmutung zu produzieren. Und seht ihr, damit kann ich doch genauso arbeiten wie mit meinen Filtern, weil letztendlich passiert nichts anderes. Ich hatte gerade gesprochen von einem Kodak Tri-X, da bin ich nämlich da ganz hinten. Den haben wir hier und der hat schon ein sehr grobes Korn. Ja, der wäre mir hier fast zu viel. Macht auch nichts, wenn mir der Rest der Anmutung gefällt. Nur mal zu zeigen, sage ich okay, Körnung pro Pixel und jetzt schaut hier, hier haben wir einen Wert von 330. Je kleiner der Wert ist, ist es wie Schmirgelpapier. Ja, wenn ich jetzt hier auf 80 runtergehe, habe ich eine sehr grobe Körnung. Bin ich auf 500, das ist maximal, ist diese Körnung weg. Aber ich habe letztendlich noch ein bisschen der Anmutung des Filmes behalten. Natürlich säuft mir hier der entsprechende Bereich jetzt ab. So, was mache ich? Ich stelle es mir hier auch mal auf weich. Es passiert nicht viel. Ich gehe hoch auf hart. Es passiert auch nicht viel. Genau das ist die Funktion, die mir auch wieder fehlt, weil das auf die RGB-Werte zurückgreifen würde. Okay, bleiben wir hier. Obwohl der Film gefällt mir nicht so sehr. Ich bin eher so ein Ilford-Freak. Na komm, wir bleiben bei dem Tri-X400. Er geht jetzt natürlich wieder auf 330. Ich mache es mir nicht ganz so grobkörnig. Okay, diese Regler, das reißt mal die Filmpackung auf von früher. Mit diesen Reglern kann ich die Filme mir selbst nachbauen. Ja, wenn ich die Filmpackung aufhabe, da steht immer drin, welche Empfindlichkeiten die Filme in den entsprechenden Spektren des Lichts haben. Und da nehme ich die entsprechenden Werte aus der Filmpackung. Und wenn ich pfiffig bin, baue ich mir danach einen Film einfach, der vorher nicht vorhanden war. Okay, das ist das Bild soweit. Aber was immer noch ist, ihr seht es jetzt, es ist hier ziemlich abgesoffen. Bevor ich hier auf irgendwelche anderen Funktionen gehe, ja, gehe ich hier unten rein und ich sehe hier, wow, und das schon 100-mal beschriebene Ansel Adams Zonensystem. Was der gute Ansel Adams ja gar nicht erfunden hat, sondern ein Student von ihm, und er hat es einfach nur veröffentlicht und ein bisschen weiterentwickelt. So kann man auch zu was kommen, so wird man berühmt. Ich habe leider keine Studenten um mich rumhopsen, deswegen werde ich auch nie berühmt werden. Das ist leider gar nicht mein Ziel. Was kann ich damit erreichen? Hier stelle ich da die dunklen Bereiche im Bild, die im Druck, und darum geht es mir, im Druck eventuell keine Zeichnung mehr hätten. Jetzt habe ich das Bild natürlich runtergerechnet und wenn ich durch Drücken der Space-Taste hier auf 100% gehe, ist da nicht mehr viel zum Vergrößern. Aber wir lassen es dennoch mal so, so kann man ein bisschen besser reingucken in die Geschichte. Ich unten rechts, ich gehe nochmal vorsichtig mit der Maus, dass ihr das auch mitkriegt. Wichtig sind nur Zone 1. Zone 1 ist fast schwarz und Zone 9 ist fast papierweiß. Ja, ich gehe mal auf Zone 1, fast schwarz und sehe, okay, hier sind Bereiche, wo Zeichnung wäre, sie aber im Druck absaufen würde. Wenn ich das nicht möchte, habe ich jetzt die Möglichkeit über Kontrollpunkte, mir die wichtigsten, dunkelsten Bereiche rauszugreifen. Ich gehe hier mal in den Baum, ihr seht ihn hier, so in den größten Baum und drehe vorsichtig am Helligkeitsregler so lange, bis ich sage, okay, das reicht mir aus. Und bitte, bitte, bitte macht nicht Folgendes, dass ihr sagt, okay, ich muss jetzt überall rumfummeln, es muss überall Zeichnung sein, es muss überall Licht und Schatten sein. Ihr macht euch die Fotos damit kaputt. Das ist so eine Unart, die sich mittlerweile
eingebürgert hat, dass überall Zeichnung sein muss. Es dürfen keine ausgefressenen Stellen mehr sein. Deswegen sehen Digitalfotos oft auch sehr kalt und sehr tot aus. Und das nicht nur an den Fotografen und an den Bildbearbeitern, die immer das Möglichste aus der Software herausholen wollen. So, ich mache den auch mal ein bisschen kleiner. Ich kopiere wieder, pressende Alt-Taste. Ihr seht, es wird ein kleines Plus. So, ich übertreibe es auch nicht. Ja, es bleibt hier so ein bisschen, dass es mir zu hell, da scheint die Sonne schön drauf. Da muss es auch dunkel sein. Jetzt mal von der Logik her, ich lasse diesen Kontrollpunkt jetzt einfach mal hier stehen. Wenn ich die Sonnenstrahlen hier im Hintergrund habe und ich schaue an den Baum, dann kann das doch dort gar nicht hell sein. Da muss es doch dunkler sein als hinten in der Sonne. Und wenn ich das jetzt hier reinpustiere, na klar, kann ich mir diesen Baum jetzt auch wieder freistellen. Aber das ist nicht das, was ich unter Fotografie verstehe. Es ist ein bisschen arg. Ctrl-Z holt mir den Kontrollpunkt zurück. Dann mache ich es eben halt nur ganz vorsichtig. Okay. So, jetzt ein bisschen verkleinern wieder, mal raus und die Zone einfach mal deaktivieren. So, und jetzt sieht das Ganze doch schon ein bisschen aus, so wie ich mir das vorstelle. Okay, was hätte man machen können? Man hätte vielleicht nicht ganz so viel Vordergrund lassen können, sondern mal so vom Fotografischen gesprochen. Aber ich wollte die Weite darstellen und habe auch ich glaube sogar ein 35 mm oder ein 20 mm, nee, ein 22 mm Objektiv gehabt. So, jetzt habe ich es aber. Okay, jetzt nehmen wir noch ganz schnell die Zone 9 und da kann das ja nur im Himmel sein. Und das ist das, was wir vorhin hatten, wo ich meinte, das regeln wir, versuchen wir hier in Silver Effects zu regeln. Gehe ein bisschen mit der Helligkeit runter. So, wir müssen vorsichtig sein, dass es nicht zu blöder aussieht, kann man tatsächlich mal so sagen. So, und gehe jetzt mal in den dunklen Bereich, um einfach ein bisschen mehr Dramatik zu erzeugen. So, damit das alles ein bisschen lebt. Also es ist jetzt schwierig. Ich denke mal, ihr habt vielleicht sogar Abrisse an eurem Monitor. Das liegt aber an der Übertragung. Das hat man oft, dass sich das dann so darstellt, dass hier so eine Art Ringe am Bildschirm zu sehen sind. Ich habe sie hier nicht. Habe auch keinen Kontrollmonitor. Dafür sitze ich heute mal 550 Kilometer von Hamburg weg und versuche das über meine Internetleitung zu wuppen. Ich hoffe, der Ton funktioniert. Sonst habe ich mich hier ja eine lange Zeit schwindelig geredet. Okay. Ja, das war eigentlich das zweite Bild. Ich klicke mal auf. Okay, wenn ich nichts vergessen habe, weil jetzt habe ich mir ja keine, sag mal schnell, keine Smart-Objekt-Ebene gesetzt. Ich speichere das Ganze mal als Preset ab. Dann kann ich euch eventuell dieses Preset auch noch mitgeben. Voreinstellung hinzufügen, Kontrollpunkte haben wir, ich drücke die Shift-Taste dabei, jetzt gebe ich dem Ding den Namen, Webinar, Heidelandschaft, also wir haben noch drei Plätze frei für das, ich glaube, nächste Wochenende vom 2. bis 4. Das Ding ist einfach toll, auch das, was wir da nochmal so als letztes Highlight des Jahres versucht haben aufzubauen. Okay, so. Rechne, rechne, rechne. So, jetzt sieht das Ganze so aus. Hier habe ich meine Ebenen. Ja, ich nehme sie mal weg. So, wenn wir beide wegnehmen, haben wir ein Vorher, Nachher. Man sieht also deutlich schon den Effekt, den man erreicht, wie man ein vernünftiges Schwarz-Weiß-Bild erzeugt. Es hat mir jetzt fast ein bisschen zu viel Kontrast, wenn ich es jetzt sehe, aber okay. Der Weg ist das Ziel. Ich könnte jetzt mir wieder Ebenen rüberziehen mit Photoshop. Das könnt ihr dann auch wieder in Lightroom reinholen, das Bild, und auch in Lightroom weiter bearbeiten. Oder ich gehe auf Helligkeit und Kontrast, setze mir einfach die Ebene zu und regel den Kontrast ein bisschen runter. So, dann wird das Ganze ein wenig weicher. Vielleicht die Helligkeit noch hoch. So. Okay. Und das war das Ganze. Und das speichern wir jetzt natürlich wieder ab für euch. Denn dann müsst ihr das Rad nicht neu erfinden. Das ist nicht Start, sondern das ist Landschaft. Jetzt muss ich aufpassen mit Landschaft 1 und Landschaft 2. Fertig. Ihr kriegt von mir natürlich logischerweise auch das Farbbild. 1,
Fertig. Okay, natürlich auch das Farbbild mitgeliefert wird zum Download. Okay, das war's fast schon. Jetzt gucke ich mal die ganze Geschichte in Lightroom an. Nicht lachen, ich gehe jetzt mal in Lightroom runter. Hier seht ihr übrigens die Heidebilder. Da war noch gleichzeitig so ein Konzert, also ich fotografiere auch anders. Ja, hier kann man mal schauen, wie es da aussieht. Das Ganze auch, dass ich teilweise mehrere Schüsse machen muss. Und was natürlich zur Heide gehört, ist ja logisch, ne? Also da gehören natürlich auch so ein paar Heidschnucken dazu, wo dann der Förster total glücklich ist, wenn man da durch die Pampa läuft und mal nicht sieht, dass da Schilder standen, nicht betreten. Aber das passiert mir auch. So. Wie geht das Ganze mit Lightroom? Das ist nur ein kurzer Exkurs, deswegen habe ich es gerade in dem ersten Bild einfach nicht mit Smart Object Ebene gemacht, sondern wirklich dann auch mal die Pinselfunktion eingesetzt. Wir haben einmal das Bild kennen wir. Das ist draus geworden. Wir machen es ganz einfach. Rechte Maustaste klicken, bearbeiten in. Und hier suchen wir uns Silver Effects aus. Ja, sagen wir okay. Es dauert ein bisschen länger, aus dem einfachen Grunde, jetzt wird ein TIFF-Foto erstellt, ein TIFF-Bild, weil hier X-Software mit einem TIFF-Bild arbeitet. Und jetzt merkt euch, ihr seid jetzt aus dem RAW-Workflow raus. Wenn ihr dieses Bild wieder anfasst, habt ihr ein TIFF-Bild und könnt hier keine RAW-Einstellungen mehr vornehmen, wie Belichtungskorrektur, Schärfung, wie ihr es in Lightroom mit den normal importierten Bildern machen könnt. So, jetzt sind wir hier drin in Silver Effects. Gleiches Spiel, wie wir es gerade hatten. Sucht man das entsprechende Preset raus. Ich würde das sogar tatsächlich mal so flach lassen, wie es ist. Ich kann es natürlich jetzt wieder total übertreiben. Will ich nicht. Ich lasse es einfach so. Mache nur mal schnell, um zu zeigen, Entschuldigung, dass jetzt die Filter. So. Da ist nicht viel drin. Jetzt sieht man es deutlicher beim Blaufilter. Oder grün, weil sehr viel grüne Anteile im Bild sind, funktioniert. Ja, aus dem einfachen Grunde, weil wir ein Farbbild importiert haben, ein RGB-Bild. Deswegen funktioniert es. Ich bleibe hier auf neutral, gehe ganz schnell mit der Maus hier rein, in den Kopf, sage Helligkeit, ein bisschen kleiner das Ganze. So, was mir hier fehlt, ist jetzt Struktur. Ich gebe dem Ganzen Feinstruktur und Struktur. So, und ich sage immer, keine Feinstruktur ohne Struktur gemacht zu haben, weil der Regler funktioniert nur dann vernünftig in dem Augenblick, wo ich Struktur gesetzt habe. Nur dann funktioniert Feinstruktur auch richtig. Jetzt habt ihr gerade was gesehen. Ich nehme den Kontrollpunkt nochmal weg. Jetzt ist Folgendes passiert. Jetzt habe ich hier so einen Schein drum. Weil wenn ich den Kontrollpunkt jetzt noch kleiner mache, wie soll ich mich denn hier um die Hörner rumfrickeln? Wenn ihr unten reinguckt, unten rechts, hier, Entschuldigung, seht ihr, unten rechts seht ihr einen Kontrollmonitor. Da ist jetzt der Heizstundenkopf drin. So. Der geht dummerweise immer wieder weg, ja, wenn ich die Maus wegbewege. Geht über euer Motiv, rechte Maustaste und das Ding ist fixiert. Und jetzt kann ich hier wunderbar meinen Kontrollpunkt mit der Struktur hin und her ziehen. Ihr seht schon, die Struktur bringt hier eine Menge. Weil vorher sah es nämlich unscharf aus. Jetzt hat es eine gewisse Schärfe bekommen. Ja. Gut, das ist ein 135 mm Objektiv. Die Viecher waren dann doch dementsprechend weit weg. Also irgendwo ist das Auflösungsvermögen des Objektives dann auch mal erschöpft. So, aber es ging um den Schein. Jetzt klicke ich mit einem Kontrollpunkt hier daneben. Jetzt habe ich immer noch die Struktur erhalten in dem Kopf, aber alles, was außen rum ist, obwohl die Kontrollpunkte, wenn ich mal reinklicke, überlappen, ja, bleibt es hier erhalten. Der Algorithmus ist so schlau, dass er das halt merkt. Und das finde ich schon eine geniale Sache, um jetzt auch diesen Kopf einfach mal freizustellen. So, ich kann mich jetzt durchs Bild durchfrickeln, tralala, und hier unten noch ein bisschen Helligkeit reinbringen, aber für mich reicht das aus. Also alles andere ist dann auch manchmal ein bisschen zu viel. Einen Rahmen setze ich noch drum. Das finde ich eigentlich, macht sich gut bei so einem Bildschirmbild. Als Tipp von mir,
wenn ihr die Bilder zum Printen gebt, vergesst die Rahmenfunktion. Das Ganze wird ab einer bestimmten Größe unschön. Passepartout kaufen, Passepartout schneiden lassen, vernünftiger Rahmen. Dann hat das Ganze Gesicht. So, was haben wir denn hier für ein, das war ja eher so ein Trauerrahmen gerade. Hallo Rahmen. Ja komm, das war eine 6er. Und den Rahmen, den mache ich mir in der Größe. Wenn ich dann schon den Rahmen mal anfassen würde. Und nicht die Kanten. Machen wir den ein bisschen kleiner. So. Das war das ganze Geheimnis. Hier kommen wir aufs Ansel-Adams-Zonensystem bei dem ganzen Gras mit ruhigem Gewissen verzichten. Klickt nur noch auf Speichern. Und ich finde das Bild gleich in Photoshop wieder. Oder auch nicht. So, das war das Ganze in Photoshop.